Wie viel ist der Anhänger von Mila wert? Das werden wir jetzt herausfinden. It's just a bead made out of glass. Its value is purely sentimental. Also nichts. Could we ask you to tell us the story behind it? Was it about 14 years ago? I left near carriages for a day. I remember happening across some children and playing games with them. I thought you just stayed in your shrine while people worshipped you. Normally, yes. That was the first and last time I ever played like humans do. Even after I told them who I was, they didn't hold back in the slightest. They beat me soundly at tag and hide and seek. I'm glad you didn't use the power of the four to win. I might have, but I had ordered the four away on a special mission that day. So if they had been there, you really would have used them? A special mission for the four, 14 years ago, huh? They were wild, rambunctious children. But when I left, they gave me that glass bead and said we could play again tomorrow. They must have wanted to be friends. You know, I never felt closer to humans than I did on that day. That was when I knew I wanted to protect them. A lovely story. I know just how you feel. Oh, okay. Aber, hey. Verdammt. Übrigens. Jo, hallo, willkommen. Mein Name ist Danilo IP. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia und bla 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 bla. Das ist übrigens Tales of Xillia, das Spiel, ja. Namco Bandai. Japanisches Rollenspiel. Falls es ihr es noch nicht wisst vom Titel und was weiß ich. Ich bin der Haarknotenmeister. Ich habe mein Leben der Kunst der Haarknoten gewidmet. Nach jahrzehntelangen Forschung habe ich endlich einen Weg gefunden, den ultimativen Haarknoten zu binden. Okay. Wenn ihr ebenfalls ein wahrer Verehrer der Haarknoten seid, bin ich gewillt, mein Geheimnis mit euch zu teilen. Wie wär's? Wenn sein muss. Zunächst muss ich eure Haarknotenverehrung testen. Bringt mir einen Haarknoten, der mich absolut beeindruckt. Wenn ihr das könnt, gehört der ultimative Haarknoten euch. Habe ich nicht irgendwie einen Haarknoten mit Mila? Bringt mir einen Haarknoten, der mich absolut beeindruckt. Dann gehört der ultimative Haarknoten euch. Okay. Was soll's? Ich kenne mich mit Frisuren nicht aus. So. Ist ja auch eine Quest. Nö. Hier drin! Ich muss noch meine Quests abklappern hier. Hallo? Nö, okay. Am Eingang? Hä? Nö. Bah. Nein, die Story wird angetrieben. Hey, Hilfe. Are we close to Nia Kara? Nein, wir waren gerade in Nia Kara. Don't you wanna drop by? Why? I have no business there. Is there some reason you wanna go? No, of course not. I just figured the villagers might be worried. Ich war doch gerade dort. I appreciate your concern for the villagers' well-being, but we have no time for detours. Nein. Wir sind ja nur gerade in jeder Stadt gewesen. We shall reach a city known as Shandu. We should head there first. Hold your horses. What about that monster that prowls the high road? What's it called? The Lord of Lakutum? My, you are well informed. Rest assured, the Lord of Lakutum is a slave to spirit climbs just like any other monster. Now that we have shifted into Renome, the beast would be positively timid. I doubt it will venture anywhere near the high road. See, little buddy? No reason to be scared. But don't expect me to pluck you from the monster's jaws, bud. Right then. Let's hit the high road. Oder auch nicht. Ja, Elvin wollte uns irgendwie nach Nia Kara locken. Was? Was? Okay. Wir gehen jetzt aber trotzdem mal nach Nia Kara, weil jetzt will ich es wissen. Und wehe, hier ist nichts. Jetzt, wo Elvin schon darauf angesprochen hat, hat das meine Neugier erweckt. Aber anscheinend ist es nichts. Wenn ich jetzt hier umsonst, boah, ich laufe hier nicht nochmal durch. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier alle Nebenquests und so. Ach ja, hier müssen wir hin, genau. Zur Bermia-Schlucht. Okay, die Bermia-Schlucht ist noch einfacher, deswegen gehen wir erstmal da hin.
Aber erstmal müssen wir wieder den ganzen Weg nach oben. So, boah, du dickes Ding. Lass mich durch, danke. Konnte man nicht von hier aus? Ne, ich glaube, einen höher mussten wir. Geht da hoch. Danke. Bleh. Jetzt können wir übrigens wieder Layer steuern. Oder eigentlich die steuern. Gucken, was sie hier für Animationen hat. Natürlich sammeln wir allen Mist ein. Bleh. So, von wo kommen wir jetzt nochmal ganz nach oben? Da hast du irgendwie eine Abkürzung. Das weiß ich noch genau. Verdammter Dreck. Dann kriegst du zurück. Fuck. Zack. Was? Was klappt nicht? Ah, oh, endlich haben wir wieder Vierertruppe. Zack. Ich habe eigentlich auf den anderen angezielt. Ach ja, und guckt euch mal die Waffe von Elvin an. Die sieht voll krass aus. Aua. Finde ich jedenfalls. Aua. Yeah, level up. Die Arztsphäre. Wenn du Besitzer der Arztsphäre-Objekt bist, steigt die Anzahl der Arzt, die du für deine Figur auswählen kannst. Wenn du L1 in Verbindung mit dem linken Analogstick und Kreis verbindest, kannst du doppelt so viele Arzt auswählen wie vorher. Und das ist awesome. Ja, dafür müsste ich erstmal viel mehr Arzt haben, die ich belegen kann, weil jeder hat im Moment noch so um die 8, bis auf die Magier, die haben natürlich voll übertrieben viel, aber die muss ich nicht so auf Schnellkommando haben. Blah, geh weg. Ich warte noch, bis mindestens jemand anders noch ein Level Up hat. Ich glaube, Elisa hat gleich noch ein Level Up. Machen wir das Level Up, wenn die auch ein Level Up hat. So, hier sind wir gleich an der Spitze. Joink. Und wehe, die Motte kommt jetzt da oben. Die Motte taucht gleich einfach so auf. Trollalalalalalala. Mir fällt gerade ein, den Ring konnten wir hier noch gar nicht erkunden. Da kommt jetzt wieder ein Papierflieger. What, that was it? Correct. All the art does is summon lesser earth spirits to record changes in the surrounding spirit climb. It sounds like it could take a while before it's done. So it's both boring and time consuming. That's just how science is. That's not the stirring denial I expected from our honor student. Whatever. The spirits have done their job. Let's go back to Sherrilton. Ja, das war schon okay. So, das sieht aber noch so aus, als könnten wir da hoch, oder? Was? Ich kann da runterspringen, ernsthaft? Was wir herausgefunden haben? We should report back to the naturalist in Sherrilton. Da musst du mir nicht sagen, ich war doch... Meinst du, ich war tot während dieser Cutscene, oder was? Aha. So, wir können hier reinspringen. Aua. Haben wir alle Beine gebrochen. Aua, alle 12. It doesn't seem to be operational anymore. Wir sind doch von außen gekommen. Yes, they absorb mana and transfer it elsewhere. Definitely a similar design. They must have been trying to create something by mixing human mana with lesser spirits. You mean like that butterfly atrocity? No. I suspect that was a side effect of a failed creation. Most likely, the lesser spirits they were using went out of control when we intervened. It's frightful to think that such a powerful monster could be an accidental result of a failed experiment. Wow. Ja, Hauptsache, es kommt jetzt nicht noch mal wieder. What is it, Elise? I just can't believe we all jumped from such a great height. We could have died. That's very true.
Hey, you're the one who suggested we all ride down here on your channeling circle. I mean, you knew it was going to be okay, right? Wir sind doch gerade runtergesprungen. Exactly. I do recall having some concerns about the wind. So you staked our lives on a hunch? Suddenly I'm more scared now than I was back then. What's the problem? Wir sind gerade runtergesprungen. Indeed it did. You two scare me more than this machinery does. Me too. Wir sind gerade runtergesprungen und haben es überlebt. Was ist los mit euch? Oh. Na gut. Ist klar. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Sheridan, genau. Gehen wir die Quest ab. Dann gehen wir, glaube ich, zur Mine. Wenn wir halt noch schaffen. So, ich gehe mal rechts lang. Ich gehe mal links lang, aus irgendeinem Grund. Jetzt gehe ich mal rechts lang. Yes! Seid ihr nicht stolz auf mich? So. Jetzt brauchen wir Geld. 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 Nicht 3000, 4000 oder so. 10.000. Nochmal. Bitte. Wir benutzen die Art in Bermia Gorge, just like you asked. Wonderful. Thank you. Now I can document the connections between my Sheraldon data and your Bermia Gorge data. You know, I find it pretty hard to imagine that human spirit arts could affect a spirit climb that much. I used to think so too, but Bermia Gorge's spirit climb changed dramatically right after these windmills were built. Some scientists even believe that Fenmont's expanding night climb may be connected to its urbanization as well. Wow, I had no idea. It's only a hypothesis, but it's worth gathering data to investigate. I agree. It would be great to learn how spirit climbs change. Jude has a real affinity for learning, doesn't he? Yes. I imagine that was his true calling. Whoever heard of a kid who actually likes studying? I'm glad I was able to help you with your research. You were an enormous help. If I find out anything interesting, I'll let you know. Ja, erstmal Belohnung. Erlangt Mondstein. Ach, ist das nicht hier so was? Was wir hier? Ja, kommt mir nicht bekannt vor, der Name. TP um 30%, ja. Hier. Lisa. Geil. Wenn nicht? Bäh. Na gut, dann gehen wir nach zu den Felganer-Minen, genau. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch. 2 Minuten. Oh. Komm her, du. Stucki. Schon einmal wieder 10 Dinger. Wo muss ich überhaupt hier genau hin? Da wäre vielleicht mal gut herauszufinden. Nee. Ich sollte mal in Arbeit gucken, das wäre einfacher. Irgendwie ja, so mal. Tief in die Felganer-Mine. Okay, wieder intim. Na gut. Komm schon, einen Kampf möchte ich aber noch machen. Sonst passiert da gar nichts hier. Dann habe ich auch, glaube ich, 2 Level-Ups wieder. Zack! So, das wollte ich machen. So, jetzt haben wir nämlich 4 Charaktere. Jetzt müsst ihr ja eigentlich voll einfach zu erledigen sein. So, wo habe ich jetzt Dings? Jawohl. Zack. So, hat jetzt ein Jahr. Nein, niemand hat ein Level abbekommen. So, dann ballern wir uns noch ein Gericht rein. Ich werde nämlich auch ein paar Kämpfe hier machen. Auf dem Weg, weil sonst passiert da gar nichts. Aber der Part ist schon wieder vorbei. Und ich mache dabei hier einen Schnitt, ja. Das heißt, wir sehen uns erst im nächsten Part wieder. Ja. Aber keine Sorge. Ich komme wieder. Keine Frage. Tschüss.